Guten Morgen, meine Herren. Guten Morgen. Bitte setzen. Ich mache hier Vertretung. Was haben Sie in der letzten Stunde durchgenommen? Feststellung von Parksündern. Also Vermehrung des Polizeibudgets durch heimliches Fallenstellen für Parksünder, besonders vor Weihnachten. Gut, dann machen wir heute erstens Image des Polizisten, zweitens, wie setze ich einen Steckbrief auf, drittens, was ist ein Anarchist? Image des Polizisten, was ist da wichtig? Bitte? Ordentliche Kleidung, gutes Vorbild für alle, dass ich meinen Vorgesetzten grüße, absolute Befehlsbefolgung. Unsinnige Befehle werden natürlich nicht befolgt. Was ist ein unsinniger Befehl? Keine Antwort? Wenn man auf Parksünder schießt zum Beispiel. Zweitens Steckbrief. Gesucht, Öl. Kleidung, trägt nur Freizeitanzüge, im Winter Fußlappen. Bildung, Notabitur. Wohnung, schläft nur in Jugendherbergen. Nahrung, isst nur rohes Fleisch. Trinkt schweres Wasser und Bowle. Besondere Kennzeichen? Sitzriese. War früher Bodenturnen in einer Gauriege, kann heute noch Radwände und Flickflack. Verkleidung. Benutzt als Verkleidung Gummiring. Auch um den schweren, sechsfündigen Unterkiefer am Herunterklaffen zu hindern. Schlichter Einwegring mit Lasche. Schlimmste Tat, brach 5-mal in einer Woche in dasselbe Wurstgeschäft ein. Spielt gern Völkerball. Solch ein Mann ist ein Anarchist auf seine Weise. Was ist ein Anarchist? Ein Anarchist ist ein seltenes Faktotum, im Gegensatz zum häufiger vorkommenden Bürokraten, dessen einziges Ziel ist es, unseren Staat mit einer heillosen Ordnung zu untergraben. Was ist denn das? Unauffälliges Suchen eines Steckbriefs. Nun kann es ja mal vorkommen, dass ich meinen Steckbrief verloren habe und ihn wieder suche. Rücken Sie mal ein Stück. Dürfen Sie natürlich nicht so auffällig suchen. So. Auffällig suchen, sondern ganz unauffällig, mehr so. Natürlich nicht so oberflächlich, sondern unterschwellig, mehr so. Mehr in die Ritzen kriechen. Und wenn sich nichts zeigt, trotzdem nochmal nachbohren. Ganz unauffällig suchen. Man weiß ja nie, ob man das wiederfindet, was man verloren hat. Ich habe den Kerster gerade erklärt, wie man unauffällig einen Steckbrief sucht. Sie hier rum, ich darum. Hierher!